ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Und ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Ricardo Lepper hier mit dabei zu haben. Hallo Ricardo. Ja, lang ist her. Hi Silke. Ja. Ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wir haben ja schon mindestens drei Videos haben wir schon mindestens zusammen gemacht seit 2020. Und das erste Video mit uns, da hat mich ja interessiert, dein Bemühen, was so dieses, dass die alternative Bildung, die freie Bildung angeht. Du kommst aus Österreich. Da gibt es ja die Bildungspflicht, aber nicht die Schulgebäudeanwesenheitspflicht wie in Deutschland. Also ganz streng ist ja an ein Schulgebäude gebunden. In Österreich ist es freier. Man kann ja auch zu Hause Homeschooling machen und wird dann einmal im Jahr getestet. Ja? Also ihr habt da schon ein bisschen mehr Freiheiten als in Deutschland. Und du bist da schon seit mehreren Jahren dran, da eine Alternative zu schaffen, auch mit euren ganz tollen Videokursen. Ja? Und ihr habt auch eine Homepage. Wie heißt die? Wissen schafft Freiheit. Aber das haben so viele falsch geschrieben, weil es kommt von schaffen. Wir haben eine zweite Domain dazu genommen, damit man dort auch hinfindet. Es nennt sich wirsindfrei.com. Oh. Damit wir das Problem dann weg hatten. Sindfrei.com. Oh. Damit wir das Problem dann weg hatten. Okay, genau. Also ich verlinke es auf alle Fälle unter dem Video, auch im ersten angepinnten Kommentar. Ihr seid auch auf Telegram, habt ihr auch was? Auf Instagram werde ich alles verlinken. Gerade immer auch der Gebrüder Leppetalk mit dem Bruder Elias, mit dem habe ich auch schon Videos gemacht. Wir haben eine zweite Domain dazu genommen, damit man dort auch hinfindet. Es nennt sich wirsindfrei.com. Oh. Damit wir das Problem dann weg hatten. Zwei Jahren sich weiterentwickelt hat. Ne? Wir hatten so ungefähr vor 2 Jahren das Video gemacht, hast du ein bisschen von deinem Projekt erzählt, dass du auch Schulungen machst mit Lehrern, mit Eltern, dass du auch mit Kindern arbeitest. Einfach so spielerisch, also dass die Kinder spielerisch und leicht lernen. Ja, wichtige Dinge fürs Leben. Hast du auch schöne Visionen gehabt, wie einfach so eine moderne Schule aussieht, wo Kinder wirklich auch freiwillig hingehen und wirklich wichtige Dinge fürs Leben lernen. Genau, dann einfach würde ich dich einfach mal bitten, ja, wie sah das so die letzten 2 Jahre aus? Du bist ja auch viel unterwegs in Europa, ne? Nicht nur in Österreich. Du bist ja immer viel unterwegs, gibst Interviews, hältst Vorträge. Ja, einfach mal so skizzieren, was sich da jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal getan hat. Puh, sehr viel. ohne dass wir da jetzt sehr lange werden. Ja, es ist ja die Jahre davor, ich sag mal, ist die Nachfrage immer so gewesen. Und dann nach dem ersten Lockdown ging die ungefähr in diese Gerade. Ja, dann ist das nur noch explodiert und wir wussten gar nicht mehr, wohin damit. Und das ist mittlerweile, also wir haben noch immer nichts anderes gefunden, die größte alternative Schulbewegung in Mitteleuropa auf jeden Fall, vielleicht sogar in Europa. Und wir haben in Mexiko gibt's Untergruppierungen, wir haben in der Türkei welche, in den Philippinen, in Indien, in Sri Lanka, unten in Europa, sowieso in fast allen Ländern. Und sind auch jetzt gerade dabei, das Ganze in Untertiteln auf verschiedene Sprachen zu übersetzen, weil jetzt eben so viele Anfragen sind. Und ich sehe es ja auch über die Google-Analysen, wir haben über 30 Länder, die zuschauen und auch auf die Homepage dann zugreifen und sich auch teilweise die Sachen selber schon übersetzen und auch dort Schulprojekte dann eben schon gründen, weil ja eben alles frei und dezentral ist. Es ist nehmen, machen, ja. Du brauchst keine Bewilligung oder Genehmigung, sag, nimm die Sachen einfach, setz es um. Und wir sind halt am Schauen, also 2020, wo wir gesprochen haben, war ja das Grundthema, es wusste ja niemand, wie es weitergeht, es wusste niemand in den Schulen, wie es weitergeht. Für die Eltern war alles neu. Und wir haben uns halt bemüht, Brandherde zu löschen. Weil der Plan, den wir davor gefahren sind, der ging halt plötzlich nicht mehr. Wir konnten plötzlich nicht mehr in die Schulen. Und wir haben ja angefangen, alles zum Digitalisieren. Wir haben jetzt mittlerweile 300, wenn man YouTube dazu nimmt, Videos zu dem Thema aufgenommen. Und da geht es darum eben, wie lerne ich einfach? Wie bringe ich meinem Kind Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten, verschiedenste Dinge bei? Wie lernt mein Gehirn überhaupt? Und damit sind wir nach draußen gegangen. Ende 2020 haben wir dann auch Telegram und YouTube dazu gestartet. Und es ist da 21 im Februar das erste Mal schon ein bisschen positiv eskaliert. Und dann haben alle gerufen nach Vernetzung. Wir brauchen bitte, bitte Vernetzung. Ich kann mich gut erinnern, da bin ich mit meinem Bruder um 1 Uhr in der Früh gesessen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein paar Gruppen aufmachen. Wir müssen die auf die Homepage draufstellen. Also wirklich keine Farbe, kein Ding, einfach nur Link, 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 Link. Einfach drauf geklatscht. Da haben wir für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eigene Gruppen eröffnet. Und das ist dann im Frühling 21, ist das, ja, da wussten wir nicht mehr, was wir tun sollen damit, weil es sind knapp 500 E-Mails am Tag reingekommen, 100 Anrufe pro Tag und ich weiß nicht, wie viele tausende Nachrichten in diesen Gruppen pro Tag. Und damit ist klar, dass den kannst du nie lesen.
Und wir haben uns dann halt einen Spaß draus gemacht, wenn wir dann nebeneinander gesessen sind und irgendwie versucht haben, diese E-Mails irgendwie zu bewältigen. Und wir lesen beide sehr schnell und wir schreiben sehr schnell und wir sind nicht mehr nachgekommen. Und wir sind manchmal um 8 Uhr in der Früh aufgestanden und haben bis Mitternacht durchgehend E-Mails zurückgeschrieben. Ich war dann oft noch für Vorträge mittendrin unterwegs. Und da waren halt so Späße, wo der Elias gesagt hat, ja, ich muss aufs Klo. Sag ich, nein, wir waren gerade unter 100, du kannst doch jetzt nicht aufs Klo gehen. Ja, aber wir haben das dann irgendwie in ein paar Wochen so geschafft. Dann haben wir zum Glück eine Menge Leute gefunden, die angefangen haben, uns zu helfen, speziell in der Administration von den ganzen Gruppen, weil die sind weiter und weiter und weiter gewachsen. Und dann hast du plötzlich im Deutschsprachigen über 200 Gruppen, die du administrieren willst, wovon in der Hauptgruppe jetzt knapp 40.000 Menschen drinnen sind. Das kannst du nicht alleine neben den Vorträgen und neben dem, dass du auf der Straße viel unterwegs bist, noch schaffen. Wir haben jetzt knapp, was wird das sein, in Deutschland und Österreich alleine, glaube ich, 150 Administratoren, die uns da mithelfen. Alles Freiwillige, weil wie gesagt, wir verschenken auch alles. Ja, also wir machen das nur auf Spendenbasis. Da ist schwierig, dann Leute dazu zu zahlen. Ist auch also ganz toll, die da mithelfen und auch die das jetzt in andere Sprachen übersetzen. Die machen das auch ehrenamtlich, weil wir es in deren Ländern ja eben auch alles kostenlos wieder zur Verfügung stellen wollen. Und ja, dann haben wir da mal ein bisschen Struktur hineingebracht, dann ist einmal ein bisschen Luft gewesen, dann im Sommer 21, wo wir ein bisschen durchatmen konnten. Dann haben wir angefangen, einen Online-Stundenplan einzuführen, wo Menschen, teilweise auch Kinder, sagen, du, ich gebe gern eine Stunde in der Woche für andere her. Und das heißt, du kannst jeden Tag, gibt es ein anderes Programm und du kannst dich einfach dazuschalten, wie du möchtest. Ja? Du brauchst keine Anmeldung oder sonstiges, kommst einfach dazu. Und da gibt es halt von Mathe bis Biologie, Sport, Chemie, Physik, also normal Schulfächer, wobei es ein bisschen anders aufgebaut ist, aber auch Glücksunterricht, Harry Potter Fan Talk, lerne deinen Körper kennen, wie funktioniert dein Blutkreislauf, Permakultur, gemeinsam atmen lernen, all diese anderen Dinge. Und du kannst halt einfach wirklich, wir machen das vom Angebot her so, da wo die Kinder gerne hingehen, das fördern wir mehr. Punkt. Also ganz, ganz einfach. Und da gibt es halt jeden Tag was anderes. Wir können es auch nicht steuern. Es ist jeder, wie er Zeit hat. Es ist dann auch so was Gutes gekommen wie Papi-Mami-Talk, wo wir gemerkt haben, dass die Eltern einfach auch sogar mehr Probleme haben mit der ganzen Situation als die Kinder, wo wir dann versucht haben, denen auch ein bisschen Hilfe zu bieten. Wir haben dann eigene Unterstützungsgruppen für jedes Schulfach mitgegründet, wo wir tausende Lehrer haben, die kostenlos mitmachen. Also ich glaube, allein in der Mathe- und in der Englischgruppe sind insgesamt 4.000 Menschen drinnen. Kannst dann einfach hingehen und sagen, du, ich bin die Silke, ich bin 13 oder keine Ahnung, gehst einfach nur hinein, einfach nur beitreten, machst ein Foto, du, ich kapiere das nicht, in Englisch kann mir jemand helfen. Und der Vorteil hier ist, was mir auch viele Schüler eben sagen, es ist keine Bewertung. Der Lehrer beurteilt dich nicht. Der weiß nicht, ist die Silke die, die schon vorauslernt oder ist die schon zum dritten Mal die Klasse wiederholt und es schon wieder nicht kapiert, sondern der erklärt es dir neutral. Und meistens auch so 2, 3 Lehrer aus verschiedenen Richtungen. Also da haben wir eben Unterstützungsgruppen auch noch für jedes Schulfach aufgebaut. Dann haben wir angefangen, PDFs darzustellen, wie gründe ich eine alternative Schule, welche Schritte sollte ich da durchgehen. Die Kurse haben wir dann erweitert, wir haben einen eigenen Grundschulkurs dann hinzugefügt, wo es eben um die ganzen Dinge der ersten 4 Jahre geht. Also auch in Deutschland, wie lerne ich die deutschen Bundesländer, wie die Nachbarländer, wie gehe ich an Uhrzeit und Lesen und Rechtschreibung und verschiedenste Themen heran. Die haben wir dann auch als Download angeboten, weil so viele dann Angst hatten, plötzlich vor Blackout, Hilfe, Hilfe, was ist, wenn ich das dann nicht mehr habe? Also, lade es dir runter, speicherst dir USB-Stick oder mach, was du willst damit. Ja, das ist dann gewachsen. Und dann kam irgendwann einmal, wann war denn das? Ja, Herbst 21 hat das dann sehr stark angefangen, dass ich Anfragen bekommen habe aus Amerika, aus Indien, aus Afrika unten, aus der Türkei, aus dem arabischen Raum, aus Europa sowieso. Du bitte hier und ich dann teilweise so viele Einladungen dann auch so zu Projekten, die gestartet haben, in Zypern zum Beispiel und in Malta und in Mallorca, und gesagt, ja, du komm doch zur Eröffnung. Ich bin hier fast jeden Tag in den letzten Monaten für Vorträge unterwegs. Also, ja, schwierig. Ne? Also ich glaube, ich könnte 3 Weltreisen machen nur mit den Projekten, was ja schön ist in Wirklichkeit. Aber ich sage, es muss ja dezentral sein. Ihr braucht mich nicht. Niemand braucht mich. Es ist schön, wenn ich dorthin komme und es ist schön, wenn ich Zeit habe und vielleicht kann ich auch helfen. Aber wichtig ist, komm selber in die Gänge. Triff eine Entscheidung, dass du ab heute wachsen willst und es besser machen willst. Und ja, vielleicht, wenn ich vor Ort mithelfe, ist ein paar Prozent besser. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du startest und sagst, okay, ab heute möchte ich jeden Tag dazulernen
und ich möchte Schritt für Schritt besser machen. Und ich gebe immer so gerne ein Bild dazu. Ich sage, das jetzige Schulsystem fährt in meinen Augen so mit 400 km/h in Richtung Abgrund. Das ist so ein D-Zug in Richtung Abgrund. Und wenn du morgen etwas auf die Beine stellst oder nächste Woche oder nächstes Jahr, das auf einem rostigen alten Dreirad sitzt, nicht im D-Zug, aber es fährt in diese Richtung, ist alles okay. Und das darf wachsen. Es muss einmal die Grundausrichtung passen, sodass ich sage, ich will für die Kinder da sein, ich will das für die Kinder machen. Die ganzen Projekte, die wir machen und die ganzen Schulmodelle sind alle mit Kindern ausgearbeitet, um die geht's. Ich habe mit Kindern auch noch mehr angefangen, da zum Hinterfragen und auch mit Freilernerkinder oder Kinder, die noch nicht in der Schule sind, weil die stellen andere Fragen. Und denen versuche ich auch an die Hand zu geben, dass sie merken, sie können die Welt verändern, sie können ihre Zukunft selbst gestalten. Und das wurde ihnen halt nie beigebracht, wenn der Schule heißt, so ist es. Und nicht, du darfst gestalten. Und ich will ihnen halt zeigen, nein, du darfst alles frei gestalten für die Zukunft, vor allem ins Positive. Und die Kinder haben positive Ideen. Und wenn du ihnen beibringst, wie sie Schule selber gestalten können, wie sie es für ihre Kinder vielleicht mal machen würden, dann kommt eine ganz andere Kraft. Und da versuchen wir, dass im Hintergrund läuft das Projekt auch schon, also läuft an. Eines von vielen nennt sich Kinder der Zukunft, wo einfach Kinder eben das bestimmen, wo wir auch einen eigenen Kanal machen, der ist im Hintergrund schon da, der wird irgendwann in den nächsten Wochen online gehen, wo Kinder einfach nur sprechen und sagen, wie sollte man lernen, wie sollte man mit der Natur umgehen, was wünschen wir uns für die Zukunft, was wäre von meinem Herzen aus wichtig, was würde ich euch gerne mitgeben, wie lernt man richtig, ja, also wo sie meine Sachen zum Beispiel danach machen, sind nur Kinder, die dort sprechen werden. Dass die auch merken, ist schön und gut, wenn man Erwachsene hat, und ich sage immer, die werden wir auch brauchen. Aber ihr müsst lernen zu gestalten. Und wenn ihr sagt, okay, dafür brauchen wir einen Bus und wir haben alle noch keinen Führerschein, dann werden wir einen Erwachsenen finden, der diesen Part erledigt. Aber euren Weg, und jede Generation hat einen eigenen, den müsst ihr anfangen zu gehen. Da können wir mit unterstützen, wir können Ideen geben, wir können Geld dazu geben, wir können Zeit und die Hände reichen. Aber ihr müsst lernen, das selbst zu gestalten. Das ist eines der Projekte dann noch im Hintergrund. Und im Endeffekt ist das Ziel, dass wir jedem freie Bildung ermöglichen und dass jede Art von Schuldiktatur, egal ob Light- oder Hardcore-Variante wie bei euch, wegfällt. Ja? Und ich bin auch nicht gegen das Schulsystem. Wenn das jemand so möchte, ist alles okay. Ich möchte eine Alternative zeigen, wie das anders ginge, und das zeigen wir jeden Tag, und dann soll jeder frei entscheiden können. Ich möchte, dass die junge Mama Silke mit ihren kleinen Kindern, die jetzt die Schulentscheidung vor sich haben, sagen kann, ich gehe in die staatliche, ich gehe in die private, ich gehe in die Waldorf, die Montessori, die Ricardo, die XYZ, die Silke-Schule oder gar nicht in die Schule. Und all diese Entscheidungen müssen gleich respektiert und behandelt werden. Und die Entscheidung geht es mir. Und am besten dann noch in Form einer Art Bildungsgutscheins, was wir in Österreich versuchen durchzusetzen. Auch in Sachsen gibt es dann schon die ersten Anlaufstellen da in die Richtung. Und zwar, es wird ja sehr viel Geld für diesen Schulplatz verwendet. Das sind viele, viele tausend Euro pro Jahr pro Kind. Je nach Altersstufe, je nach Bundesland, je nach Schule, wo, egal. Und eigentlich, wenn das Kind dort nicht hingeht, steht das demjenigen zu, der dem Kind Bildung beibringt. Und dann, also ich möchte nicht, dass sich die Eltern das dann einstecken, weil sonst heißt es, ich habe 4 Kinder, ich nehme das Bildungsgeld und dann bleibe ich zu Hause sitzen und lasse die vor dem Fernseher versauern. Das soll es nicht sein. Sondern wenn man zeigen kann, hey, schau mal, mein Kind ist an einem Projekt, mit einem tollen Menschen, mit anderen Kindern, die lernen dort was gemeinsam, dann kann dort das Geld hinfließen. Und dann darf jeder Elternteil entscheiden, wo fließt das hin? Und dann werden wir sehen, was sich durchsetzt. Dann haben wir wirklich freie Entscheidungen und auch die Möglichkeit, für diese freien Entscheidungen Energie in Form von Geld hinzugeben. Und dann werden wir sehen, welches Schulmodell sich durchsetzt und die Kinder werden dann mit frei entscheiden dürfen, wollen sie eben eine staatliche, eine Alternative oder gar keine Schule oder Lerngruppen oder wie auch immer. Und ich habe da so mit ein paar 10.000 Kindern gesprochen, ich habe da so eine leichte Ahnung, wo das hingehen wird, aber das ist ein anderes Kapitel. Und auch das sind aber nur Übergangsphasen. Also was ich in diesem Video erzähle, Schule der Zukunft in 2 Schritten, kann man einfach mal in YouTube eingeben oder auf der Homepage. Und wenn wir jetzt weit in die Zukunft springen, wobei manche machen das auch schon, so glaube ich, dass wir wieder sehr viel dezentraler leben. Es steht auch auf der Homepage, Dezentralisierung von Bildungsmacht, da möchte ich ja hin. Ja, die Macht muss zurück zu uns. Wir brauchen keinen Sesselfurzer, der Millionen Kindern sagt, wie sie wann was machen müssen. Du bist jetzt 7, du musst jetzt lesen lernen, wenn du das mit 7 nicht willst, stimmt was mit dir nicht. Ja? Das sind meistens Menschen, die nur im Büro sitzen, selber keine Kinder haben und nie Schulen besuchen.
Und von denen will ich mir gar nichts mehr sagen lassen, weil wer weiß, vielleicht ist dein Kind, vielleicht kann das schon lesen, vielleicht will es erst in 3 Jahren lesen, vielleicht ist ein Frühchen gewesen, der braucht ein bisschen länger, vielleicht ist aber auch ein Frühentwickler, der kann das schon lange, vielleicht hat er gerade eine Scheidung zu Hause, vielleicht interessiert ihn gerade aber Fußball und Lesen lernen oder Mathematik viel mehr. Warum muss der genau das jetzt machen? Es sagt dir ja auch keiner, du bist 22, du musst jetzt das zweite Kind kriegen. Und alle Menschen sind grandios, sind alle toll, sie sind nicht zur gleichen Zeit im gleichen Punkt. Nicht alle sind Mozart, nicht alle sind Ronaldo. Und das ist okay, oder? Und wir sagen dir aber, nein, du bist so alt, du musst das jetzt so können. Und davon möchte ich definitiv weg. Und in dieser Dezentralisierung werden wir nicht nur Nahrungsmittel und verschiedene andere Dinge wieder dezentraler machen und uns organisieren. Und ich glaube, dass es dann einen Ort gibt, ihr habt eine kleine Dorfgemeinschaft, und dann gibt es ein Lernhaus oder einen Lernort oder wie immer wir das nennen werden. Ja, nennen wir es Lernort, ja, für den heutigen Begriff. Es kann zum Beispiel ein Gebäude sein. Und dort sind weise Menschen, ich komme gleich darauf, was ich mit weise meine, wo Menschen jederzeit hingehen dürfen und nicht müssen. Das ist der große Unterschied. Die Kinder wollen alle lernen, sie wollen es nicht müssen, nicht so müssen. Und wo sie hingehen dürfen und Fragen stellen können, Erfahrungen abholen können. Und mit weise meine ich, wir sagen jetzt, Mathe ist so, Physik ist so, Chemie ist so und Englisch ist so. Das ist ein vollkommener Schwachsinn. Wenn man sich meine Mathe-Videos mal anschaut, wenn man mal ein paar Dinge hinterfragt und meint, stell dir mal vor, man hätte Tesla damals gesagt, Strom ist so, anders geht's nicht. Ja? Brauchst gar nicht forschen. Wir begrenzen damit ganz extrem. Und diese Begrenzung muss weg. Das heißt, machen wir ein einfaches Beispiel, ich bin dort ein Mensch in diesem Lernort und du bist 9 und kommst zu mir und sagst, du, ich hätte eine Frage zum Körper oder zu dem oder wie immer. Es ist ja nicht Biologie, Physik und Chemie, ist ja eins, das kannst du ja gar nicht trennen, auch nicht von der Mathematik. Und da muss ich dir in Wirklichkeit immer Folgendes sagen. Ich gebe dir gerne meine Erfahrungen weiter. Dort habe ich die her, überprüf das bitte immer, ich kann ja auch falsch liegen. Aber so habe ich das verstanden, so habe ich das gelebt und das ist für mich dabei rausgekommen. Das gebe ich dir gerne alles, überprüfe es und am besten geh damit noch 1-2 Schritte weiter. Das ist Evolution in meinen Augen. Ja. Und so wie es überall ist. Ja. Meine Eltern haben Fehler gemacht und ich werde Fehler machen und es geht nur darum, dass man das eingesteht, dass man sagt, okay, wusste ich nicht besser, sonst hätte ich es ja nicht gemacht und bitte mach du das nicht mehr, dann mach du das mal wieder besser. Ja. Und darum geht es dann dort, dass man sagt, okay, man gibt die ganze Weisheit und dieses ganze Wissen, diese Erfahrungen weiter, immer mit dem Beisatz, ich kann ja auch falsch liegen, aber das ist das, was ich in meinem Leben rausbekommen habe und bitte nimm das als Basis und geh weiter. Und so stelle ich mir dann das Lernen in Zukunft vor und dann wird man mehr wieder auf den Bauernhof gehen, in den Wald gehen, auf die Wiese gehen, zum Elektriker gehen, zum Tischler gehen und zum Kräutergärtner gehen und dort live am Leben lernen. Ich sage mal, Schule ist das Gegenteil von Lernen. Es ist der einzige Ort, wo du fast nichts lernst. Es ist der einzige Ort, wo du das so wenig merken kannst. Das gibt es normal nie wieder im Leben. Es gibt es nur dort. Und das Thema ist ja, dass wir am Anfang sehr genau wissen, was wir wollen. Und am Schluss auch. Ich bin ja lang beim Roten Kreuz gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das je erzählt habe. Und dort hast du Menschen oft hinten im Auto, die wissen, sie sterben gleich. Also, da gibt es keine Schulen, aber das siehst du. Das haben die uns auch damals im Kurs beigebracht und gesagt, da gibt es kein genaues Anzeichen dafür, du siehst es auch nicht am Puls oder an sonst irgendwas, aber du siehst diesen Menschen an, der stirbt jetzt. Und die wissen das auch oft. Und ich habe viel mit solchen Menschen reden dürfen. Ich bin über 1000 Einsätze gefahren und wenn du die fragst oder wenn sie anfangen zum Reden, oft wollen sie noch eben reden, weil sie merken, es ist gerade niemand anderer mehr da, dann sagen die, hätte ich mehr geliebt, hätte ich mir mehr frei genommen, hätte ich mehr für meine Familie mehr Zeit genommen, hätte ich mehr auf meine Gesundheit gebracht, wäre ich freiere Wege, hätte ich das und das mehr gemacht, hätte ich mehr musiziert, wäre ich mehr in die Natur gegangen. Das ist immer das Gleiche. Da hat keiner gesagt, hätte ich noch den 4. Porsche gekauft. Ja, Porsche fahren ist lustig. Ja, habe ich auch schon mal bei einem Freund gemacht. Ist lustig. Nochmal, es geht nicht dagegen. Ja. Es geht auch nicht gegen Materialismus. Es kann schön sein. Aber es ist, wenn du es runterbrichst, und am Schluss runterbricht, sagt, okay, was wäre mir, was hätte ich gern mehr gemacht? Dann war es eher das. Und ich habe dann auch mit vielen Eltern gesprochen, am besten, wenn die Mama so die Kugel noch vor sich schiebt und hochschwanger ist. Und dann habe ich sehr oft gefragt, sage ich, geh mal in dein Herz hinein, mach die Augen zu und sag mir frei aus dem Herzen heraus, was wünschst du dir für dein Kind? Und da kommen immer die gleichen Punkte raus. Manchmal in einer anderen Reihenfolge, aber es ist fast immer das Gleiche. Das Erste ist fast immer, ich wünsche mir, dass mein Kind frei
und gesund, das ist fast immer das Erste. Sogar Freiheit fast immer vor Gesundheit. Glücklich und in Liebe durch das Leben gehen darf. Da hat am Anfang wie am Schluss, sagt keiner, der soll mal Abi machen, der soll mal einen guten Job bekommen, der soll mal viel Geld verdienen, der soll mal einen Ferrari fahren, sondern es sind immer die gleichen Punkte. Am Anfang sollten Sie das doch bitte und am Schluss hätten wir doch mehr. Und sage ich, am Anfang und am Schluss wissen wir, was wir wollen. Und dazwischen erzählt uns irgendjemand oder etwas anderes. Und in all meinen Kursen kommt man ja auch drauf, das meiste von dem, was ich euch erzähle, wisst ihr schon. Du weißt, wie du deinem Kind die Muttersprache beigebracht hast. Das ist das richtige Sprachenlernen. Du weißt, wie du mit deinem Kind umgehst, weil du auf dein Bauchgefühl hörst. Und jeder macht das vor der Schule richtig. Manche mehr, manche weniger. Aber du wirst merken, viel, viel mehr ist danach. Die schwierigste Sprache ist die erste Sprache. Die hat jeder geschafft. Und es gibt viele Kinder, die sind zweisprachig, dreisprachig aufgewachsen. Und wenn du dir das ansiehst, ist es ohne Grammatik, ist es ohne Vokabeln, ohne Lehrer, ohne Bücher, ohne Nachhilfe. Und dann machen wir in der Schule, keine Ahnung, Englisch oder Italienisch, mit Vokabeln, mit Nachhilfe, mit Büchern, mit Grammatik und mit Lehrern. Und es funktioniert nicht mehr, dann sind die Kinder schuld. Finde den Fehler. Und du wirst draufkommen, außer bei der indisch-vedischen Mathematik, die ich zeige, ist quasi alles so, dass du sagst, das habe ich früher so gemacht. Mir war das nur nicht bewusst. Und dann hören wir auf fremde Menschen, der hat studiert, der hat 3 Doktortitel. Ich kenne Menschen mit 3 Doktortiteln, deren Intelligenzquotient ist über die Raumtemperatur nie drüber gegangen. Ja, das sagt gar nichts aus. Und Lernen geht außerdem über Beziehung. Da kann 3 Doktortitel haben, wenn die Beziehungsebene nicht stimmt, kann der da vorne, der kann sich den Mund fusselig reden. Das bringt überhaupt nichts. Und da müssen wir lernen, was aus dem Aspekt und aus vielen anderen komplett neu denken. Und ja, wir haben das, wie gesagt, dezentral aufgebaut. Das freut manche öffentliche Stellen nicht. Sie kommen nicht ran, weil es ja auch sehr viele staatliche Schulen gibt, die dann nicht mehr mitmachen wollen, die gesehen haben, es geht viel schneller. Und ich war letztens in Bayern und in Sachsen wieder und da waren auch 2 Schuldirektorinnen, die aufgestanden sind. Ich kannte die nicht und auch Live-Berichte abgegeben haben. Und die eine in Sachsen hat auch gesagt, ja, wir haben in der Grundschule für ABC-Lernen und Co. die Zeit auf 1/4 runtergebracht. Und dann in der restlichen Zeit sind wir viel rausgegangen, wir haben mehr Sport gemacht, wir haben mehr Musik gemacht, wir haben erst Trommelworkshops gemacht, alles Dinge, wo ich sage, ja wunderbar. Und der eine wird mehr in Musik und Sport gehen, der andere mehr in Spiritualität und Atemtechnik. Und das Hauptsache, wir machen intelligente Dinge, die im Leben weiterhelfen. Und die in Bayern hat, die ist nebenbei Englischlehrerin, und die hat gesagt, die setzen das jetzt seit knapp 18 Monaten um und sie haben für den Jahresstoff im Gymnasium haben sie bis Mitte Oktober gebraucht. Mhm. Und seitdem sind die Schüler recht relaxed. Und da gehen halt Dinge ganz anders ab. Und um jetzt was Positives vorwegzunehmen, ja, ich versuche nie einen Trickser auszutricksen. Ich bin Berufszauberer. Es ist so dezentral aufgebaut, die können das bremsen, aber nicht stoppen. Und die Sache ist durch. Wir kriegen ein neues Bildungssystem. Das wissen schon zu viele. Und viele sind noch unter dem Radar. Und ich kriege dann immer die Anrufe, speziell aus Deutschland. Ja, ich bin ganz alleine. Und ich bin letztens nach Hamburg gefahren, weil dort auch eine Freilernergruppe und da gibt es eine neue Schule, eine Geschichte. Und da fahre ich doch knapp 10,5 Stunden da drauf pro Richtung. Und davon bin ich halt meistens 8 Stunden am Telefon und 8 Stunden erzählt mir eine Gruppe und ein Lehrer und ein Direktor aus Deutschland nach dem anderen. Ja, ich bin ganz alleine. Sag ich, kannst du dir vorstellen, dass die anderen auch unter dem Radar bleiben wollen? Ja, ja. Sag ich, bist du in der Öffentlichkeit und sagst du jedem, wo du bist? Nein. Sag ich, wie willst du dann wissen, wo er ist? Naja. Und das Lustige war, ich habe einen Anruf bekommen. War übrigens auch in Sachsen, ich nenne jetzt absichtlich keinen Ort oder so, und sagt, ja, ich bin dort und dort, und da war ich letztens auch mal und sage, ja, kenne ich gut, und 10 Minuten später ruft mich ein anderer an und der ist dort 200 Meter Luftlinie und beide haben gesagt, ich bin ganz alleine und niemand macht sowas hier wie ich, und ich sage, na, euch verbinde ich vielleicht mal, wenn ihr wüsstet, wie viele das sind. Und ich habe letztens im Vortrag auch gefragt, wer kennt mehr als 5 Lerngruppen in seiner Umgebung, und fast jeder hat aufgezeigt. Sag ich, seht euch mal genau um. Sag ich, nennt die Namen nicht, sagt nicht, wo sie sind, sagt nicht, was passiert. Ja, ich meine, muss man mal vorstellen,
illegale Lerngruppe aufgegriffen. Ja, was haben die da gemacht? Gelernt? Muss man sich mal vorstellen, was die Zeitungen da für einen Stuss schreiben, auch bei uns in Österreich, illegale Schule, was haben die dort gemacht? Gelernt? Ganz schlimm. Ja? Aber da weißt du schon wieder, wo sie stehen. Wenn du Menschen, die frei den Kindern etwas beibringen, plus dass sie Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten sowieso machen, und das wird voll attackiert und Achtung, das ist illegal, wenn dort Kinder was lernen, dann weißt du, wo wir stehen. Und dann weißt du, sie sind verzweifelt. Ich könnte jetzt ein paar Sachen dazu erzählen, was da die großen Medien mit mir schon ja, versucht haben zu attackieren oder machen. Aber das ist genau das, was geplant ist. Sie können mich attackieren. Sie können den Verein attackieren. Aber sie kommen an die Gruppen nicht ran. Ja, da finden sie mal wieder einen und da finden sie mal wieder eine, aber an das gesamte Ding kommen sie nicht ran. Also die Dezentralität funktioniert überall. Und es geht darum, dass die Menschen da wieder zurückkommen in ihre eigene Macht, die sie immer schon haben. Und das lehrt nur die Geschichte ein bisschen falsch. Ja, da steht dann so Dinge wie der Feldherr hat drei Länder erobert. Ja, versuch mal als Feldherr ohne Soldaten Land zu erobern. Viel Spaß. Der Papst hat zwei Kirchen erbaut. Wie viele Päpste hast du Steine schleppen sehen? Ich niemanden. Und es wird uns suggeriert, dass man immer auf diesen großen Erlöser warten muss, der irgendwo was Tolles macht, die Politik, da muss der richtige Politiker sagen, scheiß auf den ganzen Mist, der scheiß auf diese ganzen Anführer, wir brauchen keine Anführer. Wir brauchen uns. Leg los. Wir haben das alte Schulsystem, wenn wir jetzt beim Schulsystem blau bleiben, aktiv wie passiv mitgestaltet. Zumindest passiv hat jeder mitgestaltet. Ja, wenn ich mich nicht dagegen wehre, habe ich es auch mitgestaltet. Also haben wir doch auch die Kraft, ein neues zu gestalten. Aktiv wie passiv. Passiv, indem ich das Alte nicht mehr unterstütze. Aktiv, indem ich wirklich vorlebe und neue Wege gehe. Und das kann jeder tun. Jeder im ersten kleinen Schritt. Und ja, da sind wir halt. Da versuchen wir halt weiterhin zu unterstützen. Weiterhin das schön dezentral zu halten. Jedem die Möglichkeit an die Hand zu geben. Ich sage mal, wir sind eine Bibliothek an Möglichkeiten. Weil sonst schreiben wir wieder irgendwann vor. Und es ist so gestaltet, dass ich es auch nicht aufhalten kann. Also wenn ich morgen sage, du, ich mache euch jetzt alle fertig, ich kenne die meisten nicht. Ich telefoniere mit denen, ich will nicht wissen, wo du bist, sag mir das Bundesland, damit ich eine Übersicht habe, worüber wir reden. Ich will es nicht wissen. Und den meisten sage ich, ladet euch die Dinge runter, holt euch die Erfahrungen, holt euch das, was ihr von uns als Infos braucht und dann legt los. Sagt niemandem, wo ihr es habt. Weil wenn sie mich erpressen würden, ja, wie viel könnte ich verraten? 20%? Wenn sie mir die Knarre anhalten, ich könnte nicht mehr verraten, ich kenne die anderen nicht. Ja, das ist, deswegen, jetzt stell dir mal vor, ich höre auf und jemand anderer kommt in den Posten und der dreht durch und versucht das Ganze umzukrempeln, wieder eine Schuldiktatur 2.0 daraus zu machen. Das geht nicht mehr. Und da müssen wir hin, auf allen Ebenen, in der Gesundheit, bei den Finanzen, bei der Wirtschaft, beim Lernen, beim Agrar- und Humusaufbau, überall. Es muss so dezentral sein, es muss so viel Macht zurück in die Hände der Menschen. Und wenn du einmal weißt, wie Bildung anders geht, wenn man in deinem Fall einmal weiß, wie Gesundheit anders geht, das kann man dir nicht mehr wegnehmen. Das geht nicht. Der Deckel passt auf diesen Topf nicht mehr drauf. Und ja, da arbeiten wir halt weiter. Ich werde ab nächsten Jahr dann speziell mehr ins Ausland gehen. Also ich habe viel in Deutschland und in Österreich, Schweiz, wo ich jetzt sehr viel für Vorträge unterwegs war. Also ich habe sehr viel von Autovortrag. Meine Hauptkosten sind Benzinkosten, vor allem in letzter Zeit. Und ich werde das jetzt dann in vielen anderen Ländern dann auch noch anstarten, so Bewegungen. Weil hier ist es in meinen Augen schon so weit, die kritische Masse ist im Untergrund erreicht, dass es nicht mehr aufzuhalten ist. Da bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Ja, weil ich bin ja mit denen gut in Verbindung. Und ja, wie gesagt, der eine wird auf dem rostigen Dreirad sitzen, wo er sagt, hey, ich mache eine staatliche Schule, aber es wird mehr Sport geben. Ist ein Vorteil, oder? Ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben aber auch Schulen, dort gibt es Schulfächer wie Glücksunterricht. Wie werde ich glücklich im Leben? Wer bin ich und was will ich? Ist ein eigenes Schulfach. Wer bin ich, was will ich im Leben? Permakultur, Kräuterkunde, Atemtechniken, Finanzwesen. Das sind dort Schulfächer. Ja, die lernen auch Lesen, Schreiben und Grundrechnungsarten, aber das sind dort die wichtigen Schulfächer. Und wir haben uns in den meisten Gruppen auf so vier Kernbereiche geeinigt. Als erstes alles rund um den Körper. Also da könnten wir jetzt lange über den Körper reden, brauche ich dir nichts erzählen. Ja? Und die einen gehen mehr in die Ernährung beim Körper, die anderen gehen mehr in den Sport im Körper. Das ist okay.
Ich kann nicht aufzwingen und sagen, du Silke, in eurer Schule muss so und so viel Sport gemacht werden, obwohl du sagst, Sport ist eigentlich nicht so meins. Und mit den Kindern, die ich da die Obhut habe, ich mag keinen Sport, also kann ich, gehst du halt mehr in die Ernährung. Ist auch ein wichtiger Part. Ja? Also wir haben uns geeinigt, dass wir sagen, wir machen viel um den Körper, viel um Lebewesen, damit meine ich wir als Lebewesen, ich mit mir und ich mit anderen Lebewesen, Mensch und Tier natürlich, alle Arten von Lebewesen. Wie gehe ich mit denen um? Weil wenn ich weiß, wie ich mit mir halbwegs umgehe, weiß ich meistens auch, wie gehe ich mit anderen um. Es sind ja meistens nur diese eigenen Emotionen, mit denen man nicht zurechtkommt. Also Körper, wie gehe ich mit mir und anderen Lebewesen um? Das Dritte, wo wir uns großteils einigen können, immer ist, wie gehe ich mit der Natur um, wie gehe ich eine Symbiose mit der Natur ein? Nicht dieses Zerstörerische, sondern die gibt eh so viel, man muss nur verstehen, wie. Und das Vierte ist dann, was meine Hauptkompetenz ist, ist Lernen, Lernen. Wie lerne ich etwas? Weil es gibt ja trotzdem den einen oder anderen, der möchte studieren, der möchte, Anwalt werden. Und da ist wichtig, dass ich weiß, wie kann ich schnell Lernstoff in den Kopf hineinbekommen? Wie kann ich mir Zahlen, Daten, Fakten, Aufzählungen, Vokabeln und Fremdworte merken? Und das sind so die Punkte. Und da darf jeder natürlich ein bisschen anders auslegen, das Ganze. Und beim zweiten Thema weiß ich, manche machen sehr viel mit Mentaltraining und Atemtechniken. Die anderen machen das eher mit NLP. Die anderen machen das mehr mit Spiritualität und mit Verstehen und mit Fühlen. Und ich kann aber jemanden, der das auf NLP-Art macht und ein sehr logischer Mensch ist, nicht sagen, du musst den Kindern beibringen, das alles über Gefühle zu machen, wenn er das selbst nicht hat. Es geht einmal darum, dass diese Grundrichtung stimmt, dass diese essentiellen Dinge im Leben angetastet werden und wertgeschätzt werden. Und wir brauchen viel mehr Menschen, wo andere dazu sagen würden, hey, der tut mir gut. Die Silke gibt mir Energie, die tut mir als Mensch gut. Das ist viel wichtiger als, oh, der versteht Bruchgleichungen. Mathe ist auch wichtig, aber das wäre viel wichtiger. Wir brauchen weniger, die gut in der Oberstufenmathematik sind und viel mehr Menschen, die anderen Menschen und der Natur gut tun. Und da versuchen wir halt, solche Schulfächer einzuführen und verschiedensten Projekten und bemühen uns halt da wirklich, das jedem Menschen auf dem Planeten zur Verfügung zu stellen. Wir machen da auch in Zukunft, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, Projekte in Afrika und in Südamerika, wo es Gegenden gibt ohne Strom und ohne Internet, wo wir das auf dem Tablet spielen können, wo hinten eine Solarzelle drauf ist und Sonne haben die dort genug in Afrika. Du warst schon in Afrika, die haben viel Probleme, aber keine Sonnenprobleme. Weil viele werden auch unterdrückt über Nichtwissen, über nicht lesen können, über nicht schreiben können, über nicht wissen, was sie eigentlich dürfen und was nicht und wo man sich hinwenden kann. Und deswegen heißt ja unser Verein eben auch Wissen schafft Freiheit. Ja, es ist, wenn du viele verschiedene Dinge weißt, wenn du dich mit Ernährung auskennst, wenn du dich mit Bildung auskennst, wenn du weißt, wie du lernst, wenn du weißt, wie du mit der Natur leben kannst, dann gibt dir das eine gewisse Freiheit im Leben, die dir nur sehr schwer jemand einschränken kann. So, jetzt habe ich ein bisschen zu lange geredet, sorry. Also ich habe jetzt wirklich sehr begeistert, diesem, es war wie ein kleiner Vortrag hier für meine Zuschauer. Mhm. Und so kann ich mir vorstellen, das, so sehen ungefähr auch deine Vorträge aus, wenn du unterwegs bist. Ne? Immer, ja, es ist die meisten sagen immer, was, der geht über 2 Stunden? Ja, und dann sind es 6 Stunden und sagen, oh, ist schon vorbei. Ja? Aber letztens, wenn ich in Sachsen war, wir haben um 10 begonnen bis, keine Ahnung, 17 Uhr oder sowas. Und dann, ja, ich habe noch so viele Fragen. Sind, ja, aber ich mache das jeden Tag, ja. Stell dich mal so lange da vorne hin. Aber ja, so in etwas sieht das aus, ja. Natürlich mehr in die Praxis dann auch hinein. Das war jetzt sehr viel Theorie und ein bisschen Hintergrundinfo. Dort machen wir mehr Praxis, aber es gibt eh viele Vorträge von mir auf YouTube, kann man sich einfach ansehen. Genau. Aber es war auf alle Fälle ja sehr, sehr spannend. Ich kenne das ja auch schon ein bisschen. Ne? Wir haben uns auch schon länger damit, ich habe mich ja schon länger damit ein bisschen auseinandergesetzt mit eurer Arbeit. Und es ist eine schöne Vision, die aber wirklich, das ist nicht einfach nur Theorie, das ist schon was, was wirklich Praxis ist. Das ist ja das Schöne. Ja. Ich meine, es gibt so tolle Visionen, das klingt alles immer so toll. Aber bei euch ist es tatsächlich auch so, ihr seid am Machen, nicht einfach nur am Reden, sondern ihr macht und ihr vernetzt. Und das ist so wichtig heute. Ne? Auch eben diese alte. Ich mache meine 10.000 Kilometer im Monat auf der Straße. Ja, das ist, Vernetzung hat auch einen gewissen Preis. Ne? Für dich eben auch Zeit. Aber ja, aber wie gesagt, manche mich dann wieder fragen, wofür oder wieso und auch die Angriffe und so. Ich mache das nicht für die Medien. Hm. Ich mache das für strahlende Kinderaugen, ist meine Währung. Und ja, die Kinder sind unsere Zukunft. Die Kinder sind. Es kam letztens wieder an, habe ich dann wieder mal so Bildchen bekomme oder so Dankesbriefe. Ich habe da eine ganze Lade voll mit so
handgeschriebenen Sachen und dann kriege ich so gebasteltes von den kleinen Kindern mit so einem Glückshasen oder ja, was da nicht alles rumliegt. Und dafür mache ich das. Ja. Ich sage ganz einfach, ja, ist mir ganz egal, was der andere Politik oder Medien oder öffentliche Meinung, sag ich, es geht mir da um die Kinder und solange die Feedbacks von denen, die Grundaussage ist, hey, ich dachte, ich bin blöd, aber ich bin ein Genie, danke. Ja, und jetzt gehe ich andere Wege im Leben und ich sehe das ja und auch von den Eltern. Ja. Solange das so ist, mache ich da weiter, da bin ich ein Sturkopf. Also solche Sturköpfe brauchst du, ne, um ja, wirklich auch Ideale umzusetzen. Und ja, es ist schön. Du hattest, glaube ich, relativ am Anfang erwähnt, es gibt so Gruppen, ich glaube auf Telegram, für Mathe, Englisch, Deutsch, ne, auch Biologie. Findest du alles auf der Homepage. Also auf der Homepage auch findet man die Links. Ne? Also ja, also gibt es im Menüpunkt, der heißt Supportgruppen. Und dort findest du für jedes Schulfach eigene Unterstützungshilfen. Genau. Also das hatte ja schon, ich hatte ja schon erwähnt, ich verlinke eure Webseite einfach unter dem Video und auch im ersten angepinnten Kommentar, Telegram, Instagram, Webseite. Und da findet man euch. Und wenn man mehr wissen möchte, kann man einfach genau auf diese... Es steht auf der Startseite, du bist neu hier, bitte hier klicken. Bitte macht das. Okay, also machen unbedingt in Arbeit. Wenn man sich die drei Videos dort angesehen hat, hat man einen guten Überblick. Okay. Gut, ich danke dir sehr, lieber Ricardo. Hat mich sehr gefreut, wieder mal dem Fortschritt zu lauschen. Und ich finde, ihr seid auf einem guten Weg. Wir alle sind auf einem guten Weg, wenn man genau dort ansetzt. Die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn man da die Kinder anders aufstellt, nochmal anders mit ihnen umgeht. Und wie du sagst, ich bin ja doch nicht dumm. Ja, wenn man wirklich auch echtes Wissen vermittelt, dann kann das auch eine ganz andere Zukunft werden. Es wird eine andere Zukunft werden, garantiert. Ja, und du bist auch ein Teil davon. Ne? So wie die Susanne Lore sagt immer, ja, wir brauchen Leuchttürme in dieser Zeit, die leuchten, ne? Vor sich hin leuchten und dann andere anziehen. Und ja, da gibt es verschiedene Personen in verschiedenen Bereichen, ob das Gesundheit, Bildung, auch Wirtschaft oder Permakultur, ne? Nahrungsbeschaffung sozusagen. Da kann ich nur empfehlen, da habe ich ein Video gemacht mit der Katharina Roland. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, kenne ich nicht. Nee. Die hat gemacht die Filme Awake und Awake 2. Also das sagt mir was, also der Filmtitel sagt mir was. Kennen die meisten normal, aber sie halt, dass die wenigsten wissen über die das abgedreht hat. Mhm. Und sie hat gemacht das Manifest der neuen Erde und hat einen Haufen Menschen zusammengesammelt, die sich eben auf, wenn sie zum Humusaufbau, Wirtschaftsaufbau, Zahlungsmittel, Bildung und verschiedene Dinge, sich viele Menschen Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir das in Zukunft gestalten. Also da einfach mal in YouTube bei mir, ich habe ein paar Videos zurück, Manifest der neuen Erde, ganz ein tolles Video auch und viele Menschen, das sieht man dann auf der Homepage, die da im Hintergrund schon daran arbeiten, um ein neues Miteinander zu gestalten und zwar auch nicht nur in Theorie. Ja, das ist die neue Zeit. Ne? Die Qualität dieser Zeit ist nicht nur dieses, wir werden unterdrückt und manipuliert, sondern daraus entwickelt sich ja jetzt auch was Neues. Ne? Sieht man ja auch. Genau. Wie viele auf einmal sagen, so geht es nicht weiter, ich will das nicht unterstützen, ich will meine Energie, meinen Fokus woanders hinlenken und dann brauchst du eben diese Leuchttürme oder diese Menschen, die du jetzt angesprochen hast zum Schluss, die da mitwirken, das brauchst du einfach, dass Menschen, die auf der Suche sind, dass eben solche Impulsgeber gibt. Ne, wo man dann ja, aber nur in der Übergangszeit, glaube ich, in Zukunft wird jeder draufkommen, hey, ich habe mich schön, wenn ich mal Orientierungshilfe bekomme, aber ich bin nicht abhängig von anderen und diese die Leitgockeln, wie man es jetzt noch teilweise braucht oder glaubt man zu brauchen, wenn man wieder mehr auf sich hört und diese Grundbefähigung, die man vorher angesprochen hat, mitbekommt, dann glaube ich, wird man die immer weniger brauchen, sondern eben nur Menschen, wo man sagt, okay, der hat in dem Punkt einfach mehr Erfahrung, die nehme ich gerne mit und dann gehe ich wieder meinen Weg weiter. Ja, eine schöne neue Zukunft. Ich danke dir, lieber Ricardo. Dankeschön. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, dir zuzuhören und ja, wird wahrscheinlich auch noch mehr Videos mit dir geben irgendwann. Wir können ja uns über viele Dinge austauschen, aber manches ist nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt. Manche Themen, die ist die Zeit einfach noch nicht reif. Ne? Kommt noch. Das kommt aber. Genau, wenn das mal ist, dann haben wir wirklich ganz, ganz viel auf den Tisch zu bringen. Aber ja, wir sind noch ein bisschen geduldig. Ja, ich danke dir und ja für die Zuschauer, die jetzt bis hierher Ricardos Vortrag gefolgt sind. Ja, was haltet ihr von seinen Visionen und auch das, was schon in der Praxis umgesetzt ist? Resoniert ihr damit? Ja, hinterlasst gerne eure Gedanken, Meinungen dazu. Wir freuen uns über regen Austausch und ja, euch alles Liebe, alles Gute
und ganz viel Zuversicht für diese herausfordernde Zeit. Bis bald.